Hoffentlich sehen wir dieses Video von unserem Chef überhaupt im Gericht. Nicht, dass der Streifen so scharf ist, dass er auf dem Index steht. Die zeigen das Video sicher. Von scharf kann keine Rede sein. Wenn unser Carsten sich mit Sahne einsprüht und nackig tanzt, das ist höchstens auch peinlich. Ah, wie auf Stichwort. Da ist er ja, unser Superstripper. Sag mal, geht's noch, ihr Halbaffen? Ich möchte kein Wort mehr über das Video hören. Diese Tanzvorstellung ist dem Chef wohl peinlich, ja? Was? Peinlich? Mir ist es mit Sicherheit nicht peinlich, aber ihr solltet aufpassen, sonst wird euch das Schlechtwettergeld gestrichen. Mal sehen, wer dann lacht. Hauptdarstellerin Nummer 2. Ja. Das ist ja wie auf dem roten Teppich. Eine Schaugröße nach der anderen. Gönnt ihr dann, Herr Sauber? Das ist nur ein Traumpaar von Mönchengladbach. Noch ein bisschen eher. Von wegen Traumpaar. Ich hab die alte mal flachgelegt. Das war das Einzige. Ach so, nur eine Bettgeschichte? Und warum bist du mir dann wie ein sabbernder Hund hinterhergelaufen? Davon träumst du wohl, was? Stell dir vor, ich hab's auf Video. Außerdem, keiner will so einen wie dich, so einen widerlichen Jammerlapp. Jetzt haben wir los in die Verhandlung, Herr Sauber. Ciao, Schatzi. Carsten Färber, geboren 10. Oktober 1980 in Essen, wohnhaft in Mönchengladbach, ledig Vorarbeiter, seit dem 7.12.2007 in Untersuchungshaft in der JVA Willig, Zweiganstalt Mönchengladbach. Am 6.12.2007 gegen 16 Uhr forderte der Angeklagte auf einer Baustelle in der Rabenstraße in Mönchengladbach von seinem damaligen Mitarbeiter Harald Seepaus die Herausgabe eines Videofilms, der ihn in peinlicher Weise beim Strippen zeigt. Als sich Harald Seepaus weigerte, das Video herauszugeben, versetzte der Angeklagte ihm zwei heftige Faustschläge in das Gesicht, wodurch dieser ein Hämatom am rechten Auge erlitt. Am Abend desselben Tages, gegen 20.30 Uhr, verschaffte sich der Angeklagte über das gekippte Wohnzimmerfenster Zutritt in das Haus des Harald Seepaus im Zeisigweg. Dort entwendete er das Video aus einer im Wohnzimmer deponierten Box. Als er es gerade in seiner Jackentasche verstaut hatte, hörte er überraschend Harald Seepaus nach Hause kommen. Als dieser gerade die Treppe zum Keller hinabgehen wollte, versetzte ihm der Angeklagte absichtlich einen Stoß und flüchtete mit dem Video. Harald Seepaus stürzte rücklings die Treppe hinab. Er erlitt dabei eine Fraktur des Steißbeines und eine schwere Prellung der 6. und 7. Rippe rechts. Der erforderliche Strafantrag wurde form- und fristgerecht gestellt. Der Angeklagte wird somit der Körperverletzung in Tateinheit mit schwerem räuberischen Diebstahl, dieser in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beschuldigt. Strafbar gemäß dem Paragraphen 223 Absatz 1. Herr Färber, die Anklage haben Sie gehört. Es steht Ihnen frei, ob Sie sich hierzu äußern wollen. Wollen Sie was sagen? Tja, dazu muss ich was sagen. Der ganze Mist, das stimmt doch gar nicht. Ich habe mit dem Mist nichts zu tun. Ich bin weder, habe ich dem was aufs Maul gehauen irgendwo auf einer Baustelle, noch bin ich in seine Wohnung, um irgendein verdammtes Video zu klauen, habe ich nichts mit zu tun. Also, Entschuldigung, Herr Vorsitzender, ich muss da gleich mal eingreifen. Herr Färber. Wir haben doch besprochen, dass Sie hier keine Aussage machen. Aber wenn der da so einen Mist labert hier, das ist doch alles gequollene Scheiße. Jetzt Moment mal, Herr Färber. Der da, das ist der Herr Staatsanwalt in dem Verfahren. Und ich hätte es ganz gerne, dass Sie anständig mit ihm und auch über ihn reden. Ja, aber der da, der hat Scheiß erzählt. Das stimmt einfach absolut gar nicht. Herr Vorsitzender, Entschuldigung, Sie sehen es ja selbst. Ich würde ganz gerne noch mal kurz mit meinem Mandanten sprechen, wenn das geht. Das sehe ich allerdings genauso. Ich gebe Ihnen jetzt mal 10 Minuten, in denen Sie ihm bitte klar machen, wie er sich hier vor Gericht zu verhalten hat. Und zum Zweiten sollten Sie sich vielleicht einfach mal einigen, ob er jetzt Angaben zur Sache macht oder nicht. Hm? Die Hauptverhandlung wird für 10 Minuten unterbrochen. Also, kommen Sie, Herr Färber. Ich weiß nicht, was es da zu bereden gibt. Ich will mich doch nur hier rechtfertigen können. Herr Färber, kommen Sie jetzt einfach mit. Wir machen das draußen vor der Tür aus, ja? Auf geht's. Jetzt haben wir extra diese Pause hier gemacht. Ist gut. Damit wir hier noch mal Klartext sprechen können miteinander. Ja, ist doch wahr, was er da redet. Ist doch. Ja, Herr Färber, was ist denn in Sie gefahren? Wir haben doch miteinander besprochen, dass Sie nicht aussagen werden. Ja, aber ist doch mein gutes Recht, dass ich da drinnen aussage. Das kann doch nicht sein, dass da so ein Scheiß verzapft wird. Natürlich dürfen Sie das grundsätzlich, aber es wäre einfach nicht klug. Schauen Sie mal, die Körperverletzung am Nachmittag da auf der Baustelle. Die können Sie doch nicht ernsthaft abstreiten. Aber wieso denn nicht? Ja, weil das Gericht allein 5 Zeugen geladen hat, die allesamt die Vorwürfe gegen Sie bestätigen werden. Zeugen, ja. Was soll ich denn machen? Ich sehe nicht ein, dass ich auch noch Schmerzensgeld an den Idioten zahle. Wenn der nichts auf der Fresse verdient hat, wer denn dann? Das ist doch... Herr Färber, ich bitte Sie. Ja, nix, Herr Färber, ich bitte Sie. Ich muss denen doch da drinnen erklären, dass ich das nicht war. Das Video interessiert mich nicht, die Frau interessiert mich nicht. Wieso sollte ich da einsteigen und das klauen? Das können Sie doch da drin unmöglich so sagen. Das muss Ihnen doch einleuchten. Wieso? Hm?
Das geht doch einfach so nicht. Vertrauen Sie doch einfach mal auf meinen Ratschlag. Ja, wenn man vom Teufel spricht, was? Ich dachte, die Vernehmung läuft. Kümmere dich um deinen eigenen Kram hier. Herr Färber, also nochmal. Wenn Sie das da drin so sagen, wie Sie es eben mir gesagt haben, dann glaubt Ihnen wirklich kein Mensch mehr, dass Sie das mit dem Einbruch wirklich nicht waren. Ja, aber es ist doch so. Warum sollte ich da einsteigen? Das interessiert mich nicht. Die Frau nicht, das Video nicht. Warum sollte ich da irgendwas klauen? Ich weiß das. Ja, die da drinnen wissen das nicht, also muss ich denen das wohl sagen, oder? Aber glauben Sie mir, Sie fahren wirklich am besten, wenn Sie einfach gar nichts sagen, wirklich. Ja. Verlassen Sie sich auf mich. Ich werde dem Staatsanwalt schon erklären, dass Sie bei dem Herrn Zepaus nicht eingebrochen sind. Dann machen Sie das, klar. Und tun Sie mir bitte einen Gefallen. Benehmen Sie sich da drin wirklich ab sofort anständig, ja? Ihr Verhalten vorhin, das wirft wirklich alles andere als ein gutes Licht auf Sie. Verstanden? Ja. Okay, jetzt gehen wir rein. Kommen Sie. Was? Die haben doch schon angefangen gehabt, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Dann wird die unterbrochene Hauptverhandlung gegen Carsten Färber fortgesetzt, Herr Verteidiger. Und haben Sie sich jetzt mit ihm geeinigt? Ja, also mein Mandant entschuldigt sich für sein Verhalten und er wird keine Angaben machen. Naja, das ist ein gutes Recht. Dann treten wir eben in die Beweisaufnahme ein. Harald Zepaus, bitte schön. Und Sie setzen sich bitte zu Ihrem Herrn Verteidiger. Herr Zepaus, guten Tag. Nehmen Sie ruhig Platz. Wenn das geht, so ja. 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 Als Zeuge müssen Sie hier die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sicher. Ja. Sie heißen Herr Zepaus, 28 Jahre alt. Sie wohnen in Mönchengladbach. Sie sind ledig, Maurer, verwandt oder verschwägert beim Angeklagten sind Sie nicht. Nein, nein, aber ich war mit dem Schwachmaten einmal befreundet. Also passen Sie mal auf, Herr Zepaus. Beleidigungen will ich bitte keine hören hier. Ja, Entschuldigung, aber kein Wunder. Seitdem der bei uns auf dem Bau der Chef ist, weil er die Oberchefin flachgelegt hat, ist der unerträglich. Bist du neidisch? Auf dich und dein mieses Leben bin ich bestimmt nicht neidisch. Du kotzt mich an. Passen Sie mal auf, ja? Jetzt reiß dich beide bitte schön mal am Riemen. Ja. Hm? Sie haben gerade gesagt, er sei unerträglich geworden. Wie haben Sie es gemeint? Seit er bei uns poliert ist, schikaniert er uns nur noch. Er kommandiert uns noch rum, gibt uns ständig nur Scheißjobs, geht selber in Mittag und nimmt sich alles raus. Einfach zum Kotzen. Ja, dafür bin ich ja Chef. Das ist meine Aufgabe. Du warst aber auch mal mein bester Freund und ich sehe es nicht ein, mich von dir wie den letzten Dreck behandeln zu lassen. Ach ja? Brauchst du jetzt ja gar nicht mehr. Ja, weil ich gekündigt habe. Weil mir deine großkotzige Art tierisch auf den Zeiger geht. Also, ich brauche seit wann arbeiten Sie nicht mehr unter dem Herrn Färber? Naja, also das war so, ich habe den ganzen November nach einem neuen Job gesucht und am 6. Dezember habe ich das quasi alles klar gemacht und habe dann auch gleich in der alten Firma gekündigt. Aber vorher habe ich dem Carsten noch einen richtigen Denkzettel verpasst. Und welchen Denkzettel? Ich habe ein schickes Video von ihm anfertigen lassen, weil ich genau gewusst habe, dass ich ihn nur treffen kann, wenn ich ihn vor den anderen mal so richtig schön peinlich dastehen lasse. Was soll das genau heißen, ein Video machen lassen? Naja, also, dass er vor mir strippen würde, dass er das nicht tun würde, das war mir schon klar. Von daher habe ich mir Barbara mit ins Boot geholt. Barbara Millen? Genau, weil die kellnert in der Kneipe, wo wir früher immer gemeinsam Mittag gegessen haben. Und die ist eine ziemliche Granate und die einzige, die dem Carsten mal so richtig schön den Kopf verdreht hat. Also, Sie haben jedenfalls der Frau Millen den Auftrag gegeben, ihn in eine peinliche Situation zu bringen und dann zu filmen. Genau, und dafür hat sie von mir auch 500 Euro bekommen und hat es dann ja auch wunderbar geschafft, Carstens peinlichen Auftritt auf Video zu bannen. Darf ich wenigstens sagen, dass mir das Video gar nicht peinlich ist? Jetzt lassen Sie es mal gut sein, Herr Färber, ja? Und wann hat Frau Millen Ihnen dieses Video gegeben? Das war am 3. Dezember und am 8. Dezember wollte ich das dann auf der Nikolausfeier im Fußballclub zeigen. Aber dazu ist es dann ja auch leider nicht mehr gekommen. Und warum nicht? Weil Mr. Schokosoße hier am 6. Dezember in meine Wohnung eingedrungen ist, das Video geklaut hat und mich dabei auch noch fast umgebracht hat. Verdammt, ich bin nirgends eingebrochen und ich habe das verdammte Video nie geklaut. Aber ich bitte Sie, denken Sie jetzt mal dran, was wir ausgemacht haben. Ja? Ja, aber das muss doch einfach mal klargestellt werden hier. Das Video, das ist mir kein bisschen peinlich, wenn ich das... Herr Färber! Das ist meine Masche, weil dann kriege ich die Frauen alle rum. Den Mund halten, wie wir das besprochen haben. Jetzt passen Sie mal auf. Ich habe vorhin klar gesagt, dass für einen kurzen Da hinten die Herrschaften. Das ist hier eine Gerichtsverhandlung und keine Volksbelustigung. Und wenn Sie sich nicht mehr einkriegen können, dann gehen Sie bitte schön raus. Und wenn Sie selber nicht draufkommen, helfe ich nach beim nächsten Mal. Klar? Dann schmeiße ich Sie nämlich raus. Ja, es ist zwar ein schöner Versuch von Ihnen, aber das Video kann Ihnen gar nicht egal sein. Weil sonst hätten Sie nämlich den Herrn Zepaus am Nachmittag auf der Baustelle gar nicht niedergeschlagen. Ganz einfach ist es so. Was ist am Nachmittag vorgefallen auf der Baustelle? Endlich mal zurück. Naja, also
ich habe eben das Video zu Hause gehabt, angeschaut und habe mich schon richtig gefreut, dem Carsten jetzt mal eine reinzudrücken. Und da konnte ich mich einfach nicht zurückhalten und nicht meine Klappe halten. Und das soll heißen? Das heißt, ich habe den Carsten ein bisschen provoziert. Ich habe zu ihm gesagt, naja, steht dir ja ganz gut so dieses schöne Seidenhöschen und so. Und da ist er auch gleich drauf angesprungen, dass ich was mit seinem Strip zu tun habe, dass ich da was weiß. Und da konnte ich mich nicht zurückhalten und habe ihm eben auch noch gesagt, dass ich das Video nicht nur kenne, sondern auch zu Hause habe und dass er sich auf die Feier im Fußballclub schon mal freuen kann. Und wie hat er darauf reagiert? Der ist total ausgerastet, direkt auf mich zu, hat mir zweimal volle Kanne ins Gesicht geschlagen und ist dann gleich abgerauscht. Jetzt reizen wir gleich mit Ihnen, Herr Färber. Halten Sie sich endlich zurück. Was haben Sie denn gemacht, als der Herr Färber dann weg war? Ich bin dann auf dem Parkplatz raus zu meiner damaligen Freundin Simone. Die hat mich nach Hause gefahren, da war ich dann auch erst. Und dann, also ich wollte erst eigentlich noch ins Fußballtraining gehen, hab das dann aber noch für ein Vorstellungsgespräch abgesagt. Von wann bis wann wären das Fußballtraining gegangen? Normalerweise 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Und das wusste der Angeklagte? Ja, der ist ja normalerweise auch immer im Training. Komischerweise an dem Abend nicht. Mein Mandant hat ein Alibi für die Zeit zwischen 20 und 24 Uhr. Er war bei sich zu Hause und das wird nachher die Zeugin Leonie Sandig auch noch bestätigen. Genau, Leonie. Die redet ihm sowieso nur nach dem Mund. Ja, das wird vielleicht nicht ganz ungefährlich für die Zeugin sein, wenn sie hier lügt. Und ihr Mandant war tatsächlich nicht zu Hause und beim Fußballtraining war er auch nicht. Und dass ich nicht beim Fußball war, sondern beim Vorstellungsgespräch, wusste er einfach nicht. Und deswegen habe ich ihn auch in meiner Wohnung überrascht. Und was haben Sie da vorgefunden, als Sie nach Hause gekommen sind? Das totale Chaos. Also ich meine, ich bin nicht der Ordentlichste, aber die ganzen Schubladen rausgerissen und alles über den Boden verteilt. Haben Sie festgestellt, ob was gefehlt hat? Nee, zuerst nicht, weil ich komme gerade rein, schaue mir das Chaos an. Da kommt dann auch schon Carsten wie ein Geisteskranker auf mich zugerannt. Ich habe den gerade noch gehört, habe mich umgedreht. Da schubst er mich volle Kanne die Treppe runter. Nach dem Sturz, haben Sie dann noch sehen können, was der Täter gemacht hat? Ob er noch irgendwas gesucht oder an sich genommen hat? Nein, der muss eigentlich auch gleich zur Tür hinaus. Aber ich kann es auch nicht mehr so genau sagen. Wissen Sie, ich hatte ein gebrochenes Steißbein. Und das hat eine Ewigkeit gedauert, bis ich die Treppe wieder hochgekommen bin bis zum Telefon. Tja, die Polizei hatte anlässlich des Einbruchs in Ihrer Wohnung festgestellt, dass eigentlich nichts weggekommen ist, bis auf diese Video-DVD. Genau, sonst hat nichts gefehlt, aber alles war verwüstet. Und diese Video-DVD, die ist bis heute auch verschwunden. Allerdings haben Sie noch vor dem Einbruch eine Kopie auf Ihren Rechner gezogen und deswegen können wir uns das Video heute auch ansehen. Genau, und dann werden wir auch gleich sehen, wie peinlich Ihnen dieses Video ist. Tja, von mir aus können Sie das Video der ganzen Welt zeigen. Naja, dann bin ich ja sehr gespannt. Ja, dann ergeht folgender Beschluss, das Video wird abgespielt und damit in Augenschein genommen. So, Herr Staatsanwalt, dann schauen Sie besser auch mal genau hin, ne? Ja. Ich bin gespannt, ob es wirklich so interessant ist, wie Sie meinen. Können Sie noch was lernen? Ja, ganz genau. Da hinten ist jetzt bitte schön Ruhe, sonst werfe ich Sie wirklich raus, ist das klar? Na, mein Engel? Gefällt dir das? So geht's um, wir gehen nicht jetzt. Moment mal. Jetzt reicht, Sie stören hier die Verhandlung. Ich schmeiß Sie jetzt raus, ja? Also, das war's dann. Gehen Sie irgendwo anders hin, kühlen Sie ein bisschen ab, schauen sich irgendwo eine Mietverhandlung oder einen Verkehrsunfall an oder weiß Gott was, aber nicht hier so. Also, Sie vier bitte, aufstehen, also, kommen Sie mit raus. Nehmen wir zu Protokoll, die Herren werden das Sitzungssaal verlassen. So, dann schauen wir uns das mal weiter an. Wir wollen uns das Video auch sicherlich noch häufiger angucken, ne? Jetzt mal probieren, Schleckermäulchen. Später vielleicht. So, jetzt wollen wir das Ding mal aufmachen, dann kriegst du dein Dessert. So, Herr Staatsanwalt, bin ich rot geworden? Bin ich vor Scham im Boden versunken oder so? Nee. Anscheinend nicht, ne? Nee. Also. Sie spielen hier nur den Coolen, aber ich habe Sie schon beobachtet, während Sie das Video angesehen haben. Also,
So ein bisschen haben Sie schon das Gesicht verzogen. Aber ich kann ja auch gut verstehen, warum Sie unbedingt verhindern wollten, dass dieses Video auf der Nikolausfeier gezeigt wird. Also das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich bitte Sie, Herr Staatsanwalt, mein Mandant schämt sich nicht im Geringsten für dieses Video. Das konnten wir doch hier gerade ganz klar erleben. Ja, genau. Und deshalb hat er auch nicht den geringsten Grund, bei Harald Zephaus einzubrechen und diese DVD zu klauen. Hm. Im Gegensatz übrigens zu jemand anderen. Da gibt es eine ganz andere Person, die viel mehr Interesse an diesem Video hatte. Und wer soll das bitte sein? Ihre damalige Freundin Simone Tellmann. Simone? Warum soll die sich denn so ein Zeug ansehen wollen? Wusste Frau Tellmann, was auf diesem Video drauf war? Also ich hab's ihr nicht gesagt. Aber neugierig war sie schon. Ja, schon, wie Frauen halt so sind. Herr Zephaus, Ihre damalige Freundin, die Frau Tellmann, die war nicht nur neugierig. Die war auch extrem eifersüchtig. Weil sie mitbekommen hatte, wie Sie sich da immer heimlich mit der Frau Millen getroffen haben, um alle Details für dieses Video vorzubereiten. Ja, ja, kann sein, aber sie bricht doch nicht in meine Wohnung ein. So eifersüchtig und neugierig war sie auch wieder nicht. Außerdem habe ich Carsten mit eigenen Augen gesehen. Ach was, das behaupten Sie doch nur. Was? Sie haben meinen Mandanten wahrscheinlich gar nicht gesehen. Sie haben doch keine Kosten und Mühen gescheut, meinen Mandanten in die Pfanne zu hauen, ihm eins auszuwischen. Und als das alles nicht geklappt hat, da haben Sie sich gedacht, okay, dann wische ich ihm einfach hier eins vor Gericht, hier in der Hauptverhandlung aus und behaupte einfach mal, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn gesehen. Watz hat's gemacht und ich bin die Treppe runter. Gut, noch Fragen an den Herrn Zephaus? Dann hören wir uns mal die Simone Thelma an. Simone Thelma, bitte schön. Nehmen Sie bitte hinten Platz, Sie bleiben unvereidigt. Frau Thelma, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier von Platz. Ich muss Sie zunächst belehren. Sie wissen, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen muss. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Dann zunächst zu Ihrem Personal. Sie heißen Simone Tellmann, 26 Jahre alt. Sie wohnen in Mönchengladbach, sind ledig, Friseurin, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Nein, er ist einfach nur der Ex-Chef von meinem Ex-Freund. Rein vorsorglich belege ich Sie noch 55 StPO. Sie müssen auf Einzelfragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten. Ich habe hier nichts zu verbergen. Am 6. Dezember, das ist der Tag, um den es heute hier geht, da waren Sie ja noch mit dem Herrn Zephaus zusammen, richtig? Das stimmt. Deswegen habe ich ihn ja auch damals noch von der Baustelle abgeholt. Das würde mir ja heute im Leben nicht mehr einfallen. Wann genau haben Sie denn Ihren damaligen Freund abgeholt von der Baustelle? Das war so ziemlich genau 16 Uhr. Ich habe auf dem Parkplatz auf ihn gewartet und war schon wieder total abgenervt, weil er wie immer zu spät war. Naja, auf jeden Fall habe ich gewartet und auf einmal kam Carsten wie verrückt um die Ecke geschossen. Von wo kam denn der Herr Färber? Na, von der Baustelle und der war auf 180 und er ist dann so lang gegangen und dann hat er mich plötzlich gesehen und kam auf mich zu wie von der Tarantel gestochen. Ich habe richtig Angst gehabt, so wie der auf mich zukam. Was auf Sie zu? Was wollte er denn von Ihnen? Ja, der ist mich angegangen, richtig angeschrien hat er mich. Ich soll meinem Freund sagen, dass wenn er das Video bis heute Abend nicht hat, dann holt er es sich selber und darauf kann er Gift nehmen. Tja, und dann ist er wieder abgerauscht. Wussten Sie zu diesem Zeitpunkt, um was für ein Video das es ging? Nein, ich habe natürlich nur Bahnhof verstanden. Mhm. Aber dann kam ja auch schon mein Ex, der Harald, um die Ecke. Mhm. Und er war total am Toben, weil Carsten ihm gerade voll das blaue Auge gehauen hat. Also er kam mit dem blauen Auge um die Ecke, aber die Schlägerei oder eine Prügelei selbst haben Sie nicht gesehen? Nein, die habe ich direkt nicht gesehen. Aber der Harald hat es mir auch gleich im Auto erzählt, dass sie sich geprügelt haben. Mhm. Und ich habe natürlich gleich mit meinem Handy ein Foto gemacht. Mhm. Ah ja, das könntest du uns gerne mal zeigen, bitteschön. Ja. Mhm. Moment. Also geht der Beschluss. Das gucken Sie mal, was der Foto für ein wird in Auge Augenschein dran genommen. Sie können es auch gerne mal anschauen, wenn Sie es interessiert. Gut, können Sie gerne wieder Platz nehmen. Das können Sie auch gerne wieder mitnehmen, Ihr Telefon. Hat der Zephaus dann einen Grund Ihnen gesagt für diese angebliche Prügelei? Naja, nicht direkt. Also er hat halt nur gemeint, dass Carsten mal wieder spinnt. Naja, und dann habe ich ihm erzählt, was Carsten mir zuvor hingeknallt hat. Also das mit dem Video. Aber Harald meinte nur, er hätte keinen Bock drüber zu reden. Und damit war die Sache für Sie erledigt? Ah ja, ich habe schon noch ein paar Mal nachgefragt. Aber Sie kennen eben Harald nicht. Wenn er was nicht sagen will, dann sagt das auch nicht. Und irgendwann habe ich es dann auch mal sein gelassen. Und es hat Sie nicht interessiert, um welches Video sich die Männer da geprügelt hatten? Nein, denn ich kenne Carsten. Er ist ein frauenverachtender Vollidiot. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, das passt schon. Was? Ich bin frauenverachtend? Ja, aber egal, ja, was er ist, Sie beleidigen ihn bitte schön nicht, ja? Ja, danke. Hör mal, bist du irgendwie ein bisschen sauer noch wegen unserer Betriebsfeier oder was? Was soll da gewesen sein?
Du weißt genau, was da gewesen ist. Ich weiß es aber nicht, Herr Färber. Was waren da auf dem Tisch? Kann ich Ihnen sagen. Da musste ich der jungen Frau mitteilen, dass das absolut nicht mein Fall ist. Die können Sie mir nachts auf den Bauch binden, da wird nichts passieren. Und deswegen hast du mich auch den ganzen Abend angebaggert, oder was? Und zwar vor seinen Augen. Ja, das habe ich gemacht, weil ich dem Harald einfach mal zeigen wollte, wenn ich möchte, kann ich jede Frau haben. Ja, das, ja, dann sehen Sie doch, was das für einer ist. Der kommt auf dieser Party zu mir und sagt, Simone hat sich gerade dazu entschieden, die würde heute Nacht mit mir in die Kiste gehen, aber ich mach's nicht, weil bei der Alten würde ich sowieso keinen hochkriegen. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich würde niemals mit diesem schmierigen Typen in die Kiste gehen. Ja, der ist völlig unter meinem Niveau. Hör doch auf, den ganzen Abend lang hast du doch schon nach ihm gesabbert. Du warst doch so besoffen, du hättest seine Mutter nicht mehr wiedererkannt. Bin ich was froh, dass ich nicht bei Ihnen auf Betriebsfeiern eingeladen werde. Wann waren die Betriebsfeiern? Anfang November. Das klingt ja fast so, als wäre dieser Vorfall da auf der Betriebsfeier der Auslöser dafür gewesen, dass Sie gekündigt haben, Herr Sebhaus, und ihm dann noch mit dem Video eins auswischen wollten. Das kann man so sagen. Er ist eindeutig jetzt zu weit gegangen. Ich frage mich allerdings, welchen Einfluss diese Sache auf der Betriebsfeier auf Ihre Beziehung zu Herrn Sebhaus hatte. Einen großen. Also ab da hat unsere Beziehung einen ziemlichen Knacks weggekriegt. Wir haben es zwar ab und zu noch miteinander probiert, aber es ging einfach nicht mehr. Und als Sie es noch miteinander probiert haben, war da Eifersucht ein Thema? Ja klar, Harald war ab dem Zeitpunkt total eifersüchtig. Ich? Du warst die ganze Zeit total eifersüchtig. Ich war überhaupt nicht eifersüchtig. Auch nicht auf Barbara Mill? Ach, die Tussi aus der Kneipe, wo die immer essen gegangen sind. Genau. Nee. Genau die Frau, mit der sich ihr damaliger Freund immer heimlich getroffen hat. Davon habe ich überhaupt nichts gewusst. Und selbst wenn, wäre es mir sowieso egal gewesen. Frau Tellmann, wir werden nachher noch einen Zeugen hören, der bestätigen wird, dass Sie extrem eifersüchtig auf Barbara Mill waren. Dann lügt dieser Zeuge eben. Dieser Zeuge, der hat auch bei der Polizei schon angegeben, dass Sie wegen dieses Videos einen totalen Aufstand gemacht haben. Ich dass habe Sie unter allen Umständen, lassen Sie mich ausreden, Frau Mill, dass Sie unter allen Umständen rausfinden wollten, was auf diesem Video zu sehen ist. Ich habe von diesem Video überhaupt gar nichts gewusst und auch diese Barbara war mir immer komplett egal. Frau Tellmann, was haben Sie gedacht, als Sie dieses Video dann endlich in Ihren Händen gehabt haben, als Sie es angesehen haben? Hm? Bitte? Ich verstehe überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Als Sie gesehen haben, dass da ein Mann drauf ist, der strippt, der sich mit Sahne beschmiert, dachten Sie vielleicht, dass Ihr Freund jetzt plötzlich Männer liebt? Ich habe dieses Video nicht in der Hand gehabt und ich habe es auch bis heute nicht gesehen. Was wollen Sie mir hier eigentlich unterstellen? Dass Sie bei Ihrem damaligen Freund eingebrochen und diese DVD geklaut haben. Also hören Sie mal, das muss ich mir hier echt nicht anhören. Ich habe dieses Scheißvideo mit diesem dämlichen Lackaffen drauf bestimmt nicht geklaut. Und es ist mir auch völlig egal, was Sie oder irgendwelche andere Zeugen hier behaupten. Jetzt passen Sie mal auf. Ich glaube, Fragen haben wir keine mehr. Keine Fragen mehr. Aber wenn ich noch eine Beleidigung von Ihnen höre, dann rappelt es auch für Sie richtig im Karton. Haben wir uns da verstanden? Ja. Nehmen Sie mal bitte hinten Platz. Sie bleiben unvereidigt. Barbara Millen, bitteschön.